Ich habe mir Gedanken über Pfingsten gemacht und die möchte ich euch vorlesen. Hoffentlich ist Pfingsten schönes Wetter. Ja, das schöne Wetter als Bedingung. Sonst habe ich nichts von den Feiertagen. Es sind schließlich verordnete Ferien und ich habe ein Recht auf effektivste Erholung in dieser Zeit. Gehe ich in die Kirche, so erwarten mich vielleicht munter singende Volkschöre, ein schönes Programm. Nur das Wetter muss richtig mitspielen. Ach, da komme ich so richtig im Schwung. Jesus Christus hat vor seiner Gefangennahme versichert, dass uns durch ihn Trost vom Heiligen Geist zukommen wird, der von Gott, dem Vater, ausgeht. Das Pfingstfest soll uns daran erinnern. Wird es noch einmal zu solch einem spektakulären Ereignis kommen, dass Tausende sich an einem solchen Tage taufen lassen wollen? Wir heutigen Menschen machen doch nur noch etwas, wenn es alle tun. Ja, nicht von der großen Masse abweichen. Also wäre es doch gut möglich, dass jetzt die Zeit für solch ein Massenspektakel reif wäre. Warum laufen dann nicht die ungetauften Heerscharen zu den Pfarrern und bitten um die heilige Taufe? Ich kann es nur jedem empfehlen, das zu tun. Die Zeit ist reif dafür. Pfingsten ist nicht zum Radfahren da oder für die Grillpartys. Die Kinder wollen bestimmt auch lieber zu Hause bleiben, als immer anderen über den Zaun zu schauen. Wo haben die mal ihre Wurzeln? Wohl im Flugzeug oder auf fremden Spielplätzen? Schön weit weg von dem Tag, wo wir einmütig beieinander sein und um den Geist Gottes bitten sollen. Aber das wäre vor Langeweile nicht auszuhalten. Das sind keine Chöre, Pferdekutschen und Erlebniswelten. Bei schönem Wetter die Heilige Schrift im Garten zu lesen, wäre viel zu viel verlangt. Der Nachbar würde mich nicht mehr anschauen, ich bin senil in seinen Augen. Also sich dann lieber bei den Lärmmachern und Rumschreiern einreihen. Das ist in. Lebt euch aus und nicht ein. Das ist das neue Weltziehen. Eigentlich hat ja die Welt recht. Wir gehören auch nicht recht dazu. Also machen wir so weiter. Frohe Pfingsten.